Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Mathematik. Es geht um die analytische Geometrie. Und wir wollen uns mal anschauen, wie man den Abstand von einem Punkt zu einer Gerade bestimmen kann. Und in diesem Video mit einer, in Anführungsstrichen, Fertigformel. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Abstand eines Punktes zu einer Geraden. Ich habe das hier mal gezeichnet, worüber wir hier sprechen. Hier der schwarze Strich, die schwarze Gerade, das ist eben die Gerade, die betrachtet wird. Und der Punkt hier in Blau, das ist der Punkt. Und wir wollen den Abstand zwischen diesen beiden bestimmen. Und als Anwendungsbeispiel kann sowas sein, dass das vielleicht der Kurs eines Flugzeuges oder sowas ist. Denn vielleicht das hier die Spitze einer Kirche und man will gucken, wie weit das Flugzeug von der Kirche oder in welcher Entfernung es dran vorbeifliegt oder irgendwie sowas. Okay, und ich habe hier in grün diese grüne gestrichelte Linie, das ist natürlich der Abstand. Den wollen wir berechnen. Und wenn man wenn man von Abstand spricht, meint man den geringsten Abstand. Na klar hat auch der Punkt nach da einen Abstand und der Punkt hat auch nach da einen Abstand. Der ist aber nicht gemeint, sondern immer der kürzeste. Und diese gestrichelte Linie hat dadurch die Eigenschaft, dass sie senkrecht auf der Geraden steht. Ne? Das ist so, das ist das, was gesucht wird, genau der Abstand, der kürzeste Abstand. Und ihr seht, wir sind hier im Raum 3D, ne? Und natürlich in der analytischen Geometrie, also Vektoren. Und dann wollen wir uns mal anschauen, wie man das berechnen kann. Die schwarze Gerade hat folgende Gleichung, ne? Also G habe ich sie genannt und hat dann als Stützvektor 1, 2, 3, hat Skala R, kann auch bei euch was anderes sein natürlich, und hat als Richtungsvektor 1, minus 1 und die 0. Und der Punkt, den ihr hier seht, der heißt erstmal P, ist gleich ganz wichtig, und hat minus 1, minus 2 und 2 als Einträge, denkt immer dran, ne? Gerade Striche kommen bei der Punktdarstellung. Und ich habe ja schon gesagt, da gibt es eine Fertigformel, in Anführungsstrichen Fertigformel, wenn ihr wirklich nur den Abstand benötigt. Sonst braucht man andere Verfahren. Mache ich aber dann nochmal Videos zu. Ihr seht schon hier in Blau, der Punkt ist in Blau. Das ist jetzt der Ortsvektor, dieser hier, zu dem Punkt P. Das ist also ein Vektor, der dieselben Einträge hat wie der Punkt auch. Dann subtrahieren wir einen weiteren Vektor, A. Das ist jetzt in meinem Fall, das kann, wenn ihr diese Formel irgendwo habt, in der Formelsammlung oder wo auch immer, kann das natürlich sein, dass ein anderer Buchstabe hier steht. Aber dieses A, der A-Vektor, das ist der Stützvektor der Geraden, um die es geht. So, ihr seht, hier ist ein Kreuzprodukt dabei und hier ist V und das ist der Richtungsvektor der Geraden, um die es geht. Und das Ganze müssen wir ja nochmal durch den Betrag von V teilen, machen wir aber Schritt für Schritt in diesem Video. Setzen wir also erstmal die passenden Vektoren ein. Ne? Der Ortsvektor zu P kriegt also minus 1, minus 2, 2, weil eben der Punkt auch diese Einträge hat. Ihr seht hier, 1, 2, 3 ist der Stützvektor. Und hier hinten der Richtungsvektor 1, minus 1, 0 und hier unten nochmal. Und ihr seht, das ist immer so ein bisschen der Nachteil der Vektoren. Man braucht eine Menge Platz, wenn man sowas mal aufschreibt. Das ist nicht viel, aber es nimmt eine Menge Platz ein. Und das Ganze, was rauskommt, ist dann D. Kann man sich merken, Distanz vielleicht oder sowas. Okay, also Abstand. Fangen wir mal mit dieser Mitte hier an. Also das, was in der Klammer steht, in dieser hier. Das sollen wir nämlich als erstes berechnen. Hier seht ihr es. Und dann machen wir also minus 1, also komponentenweise, ne? Minus 1, minus 1 wäre minus 2. Minus 2, minus 2 ist eine minus 4. Und 2, minus 3 ist dann minus 1. So, das schreiben wir schon mal dahin. Jetzt ist es schon deutlich übersichtlicher. Ne? Als nächstes soll das Kreuzprodukt von diesen beiden hier berechnet werden. Ihr seht, hier kommt ja ein Vektor raus. Sind als Kreuzprodukt oder auch Vektorprodukt zu V. Wenn ihr mehr über das Kreuzprodukt wissen wollt, darum geht es ja hier nicht, ich packe euch das Video mal hier oben rein. Ich rechne das jetzt einfach mal aus. Ne? Also das Kreuzprodukt, wenn ich das hier bilde von den beiden, dann habe ich minus 1, minus 1, 6. Und ihr seht, jetzt bleiben nur noch die Beträge hier übrig von beiden. Und den Betrag eines Vektors, den berechne ich, indem ich alle Einträge, die ich hier habe, quadriere, also minus 1 zum Quadrat, dann plus den nächsten, wieder minus 1 zum Quadrat, dann plus wieder den nächsten 6 Quadrat. Und das hier unten natürlich auch. Auch zum Betrag eines Vektors mache ich gerne hier oben nochmal das Video rein. Da soll es ja hier nicht drum gehen.
aber wir machen das mal und schreiben das genauso hin. Und danach zieht ihr aus diesem, was ihr da addiert habt, die Wurzel. Das ist dann die Definition dieser geraden Striche, die hier drumrum sind. Also Einträge quadrieren, bei Minus keine Klammer drumrum, also muss eine Klammer drumrum. Und achtet bitte jetzt hier drauf, minus 1 mal minus 1, also minus 1 Quadrat, ist plus 1. Also 1 plus 1, 6 mal 6 sind 36, das heißt hier steht Wurzel 38. Hier einmal 1, klar, 1, hier auch wieder, ist auch eine 1. Also steht 1 plus 1, das wäre 2, plus 0 natürlich, ist 2. Okay, das heißt, wir haben die Wurzel aus 38 geteilt durch die Wurzel aus 2. Das könnt ihr natürlich so in den Taschenrechner eingeben oder auch schon das davor. Ich würde es jetzt erst machen, wo die Zahlen davor echt immer einfach sind. Und dann kommt ihr auf einen Abstand von der Gerade und dem Punkt von ungefähr 4,36. Also das ist eine etwas längere Zahl. Und jetzt aufpassen, ein Abstand muss eine Einheit haben. Klar, hier oben, weil alles im Koordinatensystem ist, ne, da stehen ja üblicherweise die Einheiten dran. Habe ich jetzt hier alles mal ein bisschen reduziert, damit das nicht zu unübersichtlich wird. Aber ihr müsst dann schauen, dass ihr jetzt irgendwie eine Einheit daran schreibt. Ne? Ich habe keine vorgegeben, dann nimmt man diese Standardeinheit Längeneinheiten, LE. Wenn in der Aufgabe das was mit Meter war, wäre es jetzt in Meter, wenn das was mit Zentimeter war, wäre das Ergebnis jetzt in Zentimeter. Und ihr seht, ganz einfach, eine Formel, die man wahrscheinlich irgendwo in der Formelsammlung findet, Vektoren einsetzen, ausrechnen. Nachteil, man bekommt wirklich nur den Abstand. Solltet ihr diesen Punkt hier benötigen, wo diese grüne gestrichelte, die gerade irgendwie schneidet, ne, dann müssen wir andere Verfahren nehmen. Aber wie gesagt, da folgen Videos und weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier.